Hey Leute, hier ist der Argonaut. Hier ein paar Eindrücke vom Gameplay vom neuen Geonosis Kenobi Update für Star Wars Battlefront 2. Viel Spaß! Sie kann unsere Fabrik sprengen. Ich werde Ihnen mit Freuden eine Lektion erteilen. Wir haben Ihre Verteidigung durchbrochen, aber ein Trupp hat überlebt. Eliminiert ihn, damit wir die Fabrik zurückerobern können. Republikanische Truppen rücken auf zwei Einsatzziele vor. Auftrag unbekannt. Erfolgswahrscheinlichkeit 0. Vernichtet die Klone. Diese Klone machen Ärger. Ich weiß zwar nicht welchen, aber eliminiert sie trotzdem. Sie aktivieren die Hauptkonsole. Aufhalten. Macht ihre Hoffnungen zunichte, die Fabrik zu verteidigen. Granate scharf. Konsolen gehen online. Ist fehlerhaft. Wenn Sie uns daran hindern, Neroiden herzustellen, haben Sie keine Gegner mehr. Wir können noch nicht aufhören. Bald, aber nicht jetzt. Die Fabrik gehört uns praktisch schon. Es wäre vielleicht einfacher, wenn wir etwas Hilfe hätten. Rückzug zu den Transportern. Die Fabrik macht kein Problem daraus. Macht sie fertig, damit wir uns um die Fabrik kümmern können. Haben alle darauf geachtet, wo die Ausgänge sind? Granate scharf. Die Kommandozentralen waren ohnehin unwichtig, aber wir sollten uns trotzdem Verstärkung suchen. Oh, Ihr Stoßtrupp hat zur Verteidigung der Fabrik Hilfe angefordert. Bewacht unsere Transporter, bis sie zusätzliche Einheiten liefern können. Granate auf dem Thank you.
Die Republik kann das nicht sehen. Hilfe ist unterwegs. Außer sie wird in einer Million. H-Zell ist beschädigt. Schwer beschädigt. Vergesst nicht, wie ihr den Feind von unseren Schiffen vertrieben habt. Weiter so. Strategie an den Isereien überdenken. Das Kernschiff übernimmt aus dem Orbit, während wir die Klone eliminieren. Zu platzieren. Ihr müsst diese Klappergestelle zurückdrängen. Nur wir sind noch übrig, Sir. Aber Sie können auf uns zählen. Zwei unserer Kommandozentralen sind noch einsatzfähig. Ein Kommunikationsposten und eine Fahrzeugsammelstelle. Ruft um Hilfe und sucht euch dann etwas, das sich bewegt und eine richtig große Kanone hat. Reaktiviert den ATTI. Beschädigt oder nicht, er ist besser als nichts. Geschafft. Hoffentlich hört uns jemand. Kontaktiert die Republik. Macht, was immer nötig ist. Sagt ihnen, wir brauchen sofort Hilfe. Kontaktiert unsere Leute. Haltet die Konsole zusammen und sendet das Notsignal. Die Antenne geht in die Knie, aber wir haben es gleich. Droiden sammeln sich bei der Fabrik. Brauchen sofort Unterstützung. Signal ist angekommen, Jungs. Senden umgehend Hilfslieferung. Ja, Bewegung, Truppen. Die Fahrzeugstation wartet. Schwere Geschütze einsatzfähig. Schütze bereit!
Verlass die Konsole nicht, bis der Kampfläufer einsatzbereit ist. Die Fabrik verlässt sich auf uns. Die Droiden dürfen das Fahrzeug nicht zerstören. Fahrzeugvorbereitung unterbrochen. Letzte Fahrzeugflugsysteme kommen online. Kurbelt ihn ab, so schnell wie möglich. Schon besser. Endlich etwas Feuerkraft. Nicht schmälern, aber die Droiden erhalten zusätzliche Einheiten aus mehreren Hardcell-Transportern. Ihr habt neue Ziele, Truppler. Zerstört die Transporter, bevor sie die Droidenfabrik zurückerobern können. Verbündeter trifft ein. Vorrücken und Unterstützung leisten. Mit Standardbeschuss knacken wir ihre Schilde nicht. Seht nach, ob der Kampfläufer Bunkerbrechergeschosse für die schwere Kanone an Bord hat. Verstärkung bringt weitere Panzer. Aber die meisten davon sind noch unterwegs, also geht sorgsam damit um. Verbündeter eingetroffen. Beeilung, ihre Schilde werden jede Sekunde wieder oben sein. Im zweiten Transporter unter Beschuss. Nicht identifizierter Feind trifft gerade ein. Verteidigung funktioniert wieder. Verteidigung des Hardcells steht wieder.
Rumpf ist ganz oben. Und mehr! Der Hardtail müsste gleich aufmachen. Wir haben unser Zeitfenster bei den Transportern verpasst. Transporter zerstört! Holen wir uns den anderen! Die Verteidigung des Hardtail steht wieder. Niemand hat je behauptet, Klone wären subtil. Verbündete! Sogar jede Menge! Bodeneinheiten! In der Nähe des Druidenkernschiffs steht verlassene Artillerie. Räumt eine Landezone für unsere Schützen frei, dann schießen sie die Klappergestelle runter von Theodosia. Das ist eure Show, Truppler! Sichert die Landezone für unsere Geschützcrews! Verstärkung ist eingetroffen. Brechen ihre Zelte ab. Separatistenanführer eingetroffen. Unterwegs. Haltet die Landezone. Diese Droiden folgen jemandem. Identifizierung nicht möglich. Weiterer ATTE wird eingeflogen. ATTE in Stellung und bereit zur Verteidigung. Die Schützen der Republik warten jetzt nur auf euch. Wer ist das? Jemand metzelt unsere Truppen nieder. Schützen sind fast in Position. Man hält nicht jeden Tag eine Armee auf und zerstört eine Droidenfabrik. Beachtlich. Artillerie, feuerfrei!